Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Warum muss ich bei meiner Anmod eigentlich immer irgendwo im Gesicht? Egal. Weil ich dann erst merke, dass da irgendwas noch ist. Irgendwas, was nicht mehr. So, da habe ich schon mal nachgeguckt. Wisst ihr, was das war? Also was diese Sternmarkierung war? Das war ein Pferd. Also theoretisch wäre es ein starkes Pferd, was uns Marlon mal gesagt hat, dass da ist. Beziehungsweise, dass da was ist, hat Marlon uns gesagt. Mittlerweile wissen wir ja auch durch den großen Weißen, den wir Firon genannt haben, dass damit Pferde gemeint sind. Sehr wahrscheinlich. Und da habe ich nichts gefunden. Deswegen, den Stern habe ich da noch, aber ich weiß auch nicht, aber ob wir dem Pferd da irgendwie nachjagen müssen. Wer weiß. So, was wir auf jeden Fall jetzt aber in dieser Folge machen wollen, was ich ja in der letzten Folge auch schon angesagt habe, ist weiter im Himmel was zu machen. Und ich würde dafür tatsächlich einfach mal, weil wir da schon ziemlich weit sind, Ranell zu Ende machen. Und zwar ganz Ranell. Damit meine ich das hier, wie auch das hier. Und gerade da ist ja auch die letzte Mutprobe. Aber ich würde halt primär erstmal hier oben anfangen. So, da war es nicht kalt, ne? Nee. Gut. Da, jetzt da, wo wir gerade waren, hätten wir auch hoch können und da wäre auch ganz schön was gewesen. Aber das kommt noch. Da hinten sieht man es, glaube ich, sogar. Nee, Quatsch, das ist. Das ist unsere Aufgabe gleich. Oh, wie kommen wir da bloß überall hin? Ach, guck an. Das ist sogar ziemlich weit. Oh, nee, Quark, das ist die ganze. Ja, ich glaube, wir starten lieber ganz oben. Wobei, was warst du denn nochmal? Ach ja, genau. Was wir auf jeden Fall machen, wir uns die Uhr an. Wir gehen jetzt noch hier hoch. Fische fangen. Könnten wir auch noch eben machen? Die Maxi-Barsche sollten wieder da sein. Ich war vergessen, wo die anderen waren. Ah ne, nevermind. Nicht. So, da wollen wir als nächstes. Ist das signifikant niedriger? Ist auf jeden Fall signifikant weit weg. Ich bin nicht einmal rumgeflogen und der Sensor sagt mir ja auch nichts. Also hoch in der Luft ist es nicht. Boah, das ist ja mega tief. Vergleichsweise. Aber gut, der Tempel hier ist ja auch ziemlich hoch. Auch so Peak-Höhe, dachte ich zumindest, aber ja. So, dann sinken wir mal. Da haben wir auch eine Kugelsphäre. Und noch ein paar schwebende Sachen. Uiuiui.
Genau, dich musste ich fangen. Dafür machen wir natürlich wieder den hier. Moment. Wo warst du da? Brauche ich nicht. Das ging gut. Und zurück. Gut. Wenn du Erze zerstörst, erhältst du bisweilen Edelsteine, die du vorher verkaufen kannst. Aktuell haben wir eine sehr dicke Nachfrage nach Saphiren, die ich bisher noch nicht nachgehen konnte. Sind wir da schon mal drauf? Ja. Zumindest habe ich es markiert. Ich hoffe, ich habe alle von den dicken Bossen gemacht. Also mit Schatz und allem, so dass ich die da nicht nochmal hin muss. Schatzkarte oder Wille? Eine Karte. Also es gibt schon sehr viel Sinn, dass man den Himmel zuerst erkundet und danach den Untergrund. Natürlich wäre das auch ein Prozess. Immer mal quasi Himmel, dann wieder ein Untergrund, den Schatz suchen, wieder ein Himmel, wieder ein Untergrund. Kann man bestimmt gut machen. Für mich aber ist mir ja auch persönlich viel hin und her. Bestimmt noch einige deutlich mehr unnötige Wege auf jeden Fall. Das muss nicht sein. So, unser nächstes Ziel ist auf jeden Fall damit die Kugel. Aber von hier kommen wir da nicht hin. Oh. Wir müssen wahrscheinlich von oben wieder runter. Also müssen wir nicht. Ich könnte jetzt auch irgendwie eine Sprungfeder nutzen oder mir wieder ein Fliegeding zusammenbasteln. Aber ich denke, am Ende des Tages geht einfach hoch teleporten und runter fliegen schneller. Und vor allen Dingen leichter. So. Entschuldigung. Anstrengend. Alles. Anzuruhen. Bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Dann werde ich mal die Permission bekommen, da weiterzumachen. Ich kann mir vorstellen, dass man die von Impa bekommt, wenn man die Geoglyphen zusammenbekommt oder so. Oder aber, dass man hier irgendwo in Hyrule endlich mal diese mysteriöse falsche Zelda findet. Oder. So, damit ist auf jeden Fall klar, dass da drin die Schatztruhe. Cool. Und mit Vorrichtung, mit Schrein und allem. Lass das erstmal ein bisschen laufen. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch mal kurz unsere Energiesphären anbieten. So.
Leiter und Ventis. Ja, die Laser haben wir natürlich nicht so viele, aber das ist nicht schlimm. Wenn wir durch die Gitter nicht kommen, müssen wir da mal schauen, ob wir da irgendwie unten kommen. Oh Mann. Manchmal. Ist das schon ein bisschen unbegreiflich, aber gut. Bin mal gespannt, ob in diesem Schrein irgendeine Belohnung ist, einfach wieder, oder ob man dann mal wieder eine Quest macht. Denn prinzipiell frage ich mich, wofür man hier belohnt werden sollte. Wie viel gemacht haben wir hier jetzt ja noch nicht. Unser vierter Wille, damit können wir den nächsten buffen. Wie gesagt, aktuell stehe ich ja auf Sidon, weil er mehr macht. Prinzipiell so Kampffertigkeiten ist Sidon aktuell die Nummer. Ist er die Nummer 1? Eigentlich schon. Aber den habe ich gar nicht an, ne? Also, wenn ich ihn nicht aktiviert habe, dann bringt er mir im Kampf auch nichts. Aktuell ist Tulin halt immer noch die Nummer 1, weil Tulin ist halt sowohl assistmäßig sehr gut, als auch. Ja. Beschwingend. Also, die Quest ist auf jeden Fall. Wohin fliegen? Zitronen. Ah, da oben, ich sehe sie. Ja, das sollten wir doch hinkriegen. Wäre doch erstmal Main. Punkt versuchen, in die Truhe zu kommen. Also, in der Theorie klappt das nicht. In der Praxis könnte das klappen. Schnappen wir uns jetzt so ein Rollding? Ja, das ist eine gute Idee. Schnappen wir uns jetzt so ein Rollding. Damit müssen wir dann gleich auch rüberkommen. So. Ich glaube, das bleibt da jetzt stehen, ne? Läuft's. Also prinzipiell ist das auch nicht nötig. Wäre ganz nett gewesen. Da kommt man da nicht hoch genug. Das hatte ich mir schon gedacht. Nee, das geht auch nicht. Ich
glaube, es ist einfach genau das, wonach es aussieht. So. Nicht. Okay, den Segler muss ich auf jeden Fall hinten an die Finne packen. Also komplett nach hinten, nicht einfach da drauf. Ich brauche nämlich mehr Platz zum Justieren. Ich könnte natürlich auch einfach einen Lenker nehmen. Ich glaube, das würde arg im Anfang halt, also im Zweifel helfen. Wir müssen halt immer noch da hoch. Auch nicht. Also ich stelle mich wahrscheinlich gerade wieder blöder, als es sein könnte, aber ich will es nicht so einfach machen. Ich könnte natürlich jetzt easy mit meinem Stuff ein bisschen arbeiten. Sprich, ich würde jetzt... Ich nehme... Geht gar nicht. Okay. Das ist doch gut. Man muss mit dem arbeiten, was man kriegt. Das gefällt mir. So, dann gehen wir aber nochmal wieder rüber. Denn ich brauche einen von diesen Rolldingern. Mensch, geht hoch. So. Jetzt gehen wir nochmal eben rüber. So. Hab mich haben das Momentum kaputt ist. Ich meine, der Neigungswinkel ist ja in gewisser Weise da. Das ist auf jeden Fall kurz genug, dass ich das darüber transportieren kann. Der Reichweite. Never mind. Das ist nicht schlimm. Das ist einfach ganz simpel. Dann lassen die hier alle mal resetten. Lol. So, die fallen wieder runter, das ist gut. In dem Fall kriege ich die auf jeden Fall jetzt aufgefangen. Erfordert nur ein bisschen Timing. So. Bisschen Timing. Okay, der schien eigentlich ganz genau getroffen zu sein. Probier es doch einfach mal so. Der hat ja kurz... Der hat ja kurz den Leerlauf, wollte ich gerade sagen. Und der Zeit kann ich ihn ja auffangen.
Läuft's. So. Jetzt habe ich dich. So, drüben. Jeder Gleiter ist weg. Auf. Ich glaube, mit einer Düse kommt man nicht gut an Höhe. Ich denke mal, das wird easy going sein, dahin zu fliegen. Das ist zumindest, das habe ich mir schon gedacht gerade. Wie komme ich an die Truhe? Das ist tatsächlich ziemlich knifflig. Wie komme ich an die Truhe? Wenn ich den Kram zusammenbaue, das sollte jetzt... die Bottom-Attack funktioniert ja nicht. Das ist ja logisch, weil man damit ja auch Kram bauen könnte, den man hier nicht benutzen darf. So. Wenn ich dich jetzt habe... Krieg ich dich wo höher? Nee. Komm da auch nicht wieder zu... Nee. Ich muss ja im Prinzip nur hoch genug kommen, dass ich... Okay, das sollte ich vielleicht vorher mal ausprobieren. Ob es theoretisch einfach reicht. Ich meine, so viel bleibt ja nicht mehr über. Okay, wenn man alle Sachen ausgeschlossen hat, die unmöglich sind, dann ist das Unwahrscheinliche noch da. Und ich habe für mich entschieden, dass es unmöglich ist, da hochzukommen. So, aber der Rest ist ja jetzt ein Kinderspiel. Das hat mich jetzt ein bisschen mehr Zeit gekostet für die Folge, als ich erhofft habe. Aber ihr habt ja bestimmt jetzt auch. Also ich hoffe mal, dass das nicht so offensichtlich und dann damit ziemlich doof war, wie ich denke, dass es sein könnte. Und dass es auch, ne, dass ihr jetzt nicht sagt, so von wegen,
Aber das war so super offensichtlich, dass man das Ding als Plattform nutzen kann, um dann da hochzugehen. Sondern dass ein bisschen mitgerätselt wurde. Auf jeden Fall. So. Aber 2, 3 Minuten haben wir ja noch. Damit sollten wir aber überall, zumindest das über Soras Reich geschafft haben. So. Das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist mal eben kurz auf die Sterneninsel, kann ich sie am besten nennen, um dann nochmal eben ein Foto zu machen für Dingens. So, den Kram müssen wir natürlich noch zusammenbappen. Ja, das passt auch gut. Da ich genug Lenker habe, kann ich auf jeden Fall auch einen dran packen. So, einmal rüber. Wie fies. Wo landet das? Ups. Hupala. Also, hoppala, nicht hupala. Naja. So, haben wir noch ein bisschen Spurt dabei. Haben wir auf jeden Fall jetzt ein Foto. Gut, dann holen wir uns mal den Spurtlotus, der hier ist, und dann können wir uns zum nächsten Mal auf jeden Fall zur Ranell-Spitze aufmachen und dann den anderen Part von Ranell erforschen. Fall kostet mich 6 Rubine theoretisch. Sobald ich 7 rausbekomme. Sobald ich nur 6 rausbekomme. Wobei, theoretisch kostet es mich auch noch ein bisschen Haltbarkeit vom Bogen, aber ist ja theoretisch nicht der Rede wert. Habe ich das gerade richtig gesagt? Ne, habe ich nicht. Okay.
Was nochmal für ein Stern hier? Wahrscheinlich, wenn ich es mit Stern markiert habe, auf jeden Fall eine Inschrift von Sidon. Ob man hier theoretisch, wenn man am richtigen Punkt steht, zwei Rumis auf Mal sehen kann. Egal. Wir haben Rubine. So, Leute, das war's mit der Folge für heute. Gucken wir uns nochmal kurz an. Okay. Aus irgendeinem Grund zählt das hier schon als Boden. Sehe ich nicht, ich war ja theoretisch drauf. Aber wir haben damit soweit das hier abgeschlossen. Und zum nächsten Mal werden wir uns dem hier widmen. Hier waren wir ja zwischendurch mal ganz kurz drauf. Hier hatten wir auch noch unsere Quest hier offen, die wir seit Ewigkeiten machen. Die können wir gleich mal auswählen. So. Habe ich da eine Quest ausgewählt? Naja, wenn wir auf jeden Fall die Legende der Lichträder mal angehen. Und damit würde ich sagen, was mit der Folge für heute. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Und. Oder rein. Tschüss.